Herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst am ersten Sonntag nach Epiphanias. Ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch zum heutigen Sonntag. Er steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die Corona-Vorschriften sind, wie bekannt, der Situation angepasst. Die medizinische und FFP2-Maske muss während des Gottesdienstes aufbleiben, auch beim Singen. Nach dem Gottesdienst verlassen wir die Kirche mit Abstand voneinander. Der Gottesdienst wird geleitet von Pfarrerin Lüdemann. Die musikalische Begleitung macht Max Wagner, ein Orgelschüler aus Seeheim. Beiden herzlichen Dank. Heute singen wir die Liturgie nicht. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für den Arbeitslosenfonds der EKHN. Wir danken für die Kollekte vom 31.12., dem letzten Gottesdienst. Es waren 60 Euro. Der nächste Gottesdienst ist am 23. Januar um 18 Uhr. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sprechen im Wechsel Psalm 42 im Gesangbuch unter der Nummer 723. Ich bitte die eingerückten Verse zu sprechen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen im Hause Gottes. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich trennet? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Heiliger Gott, wir möchten so gern geborgen bleiben im Trost der Botschaft von Jesu Geburt. Wir möchten gern glauben, dass du uns mit ihm den gesandt hast, der den Elenden Recht spricht, der den Armen hilft und der Welt großen Frieden bringt. Aber immer wieder schreit uns die Erde ihr Leid entgegen. Auf viele Fragen wissen wir keine Antwort. Zweifel übermannen uns. Gott, sieh unsere Sehnsucht nach festerem Glauben. Heile die Wunden deiner Schöpfung und lass Gerechtigkeit und Frieden aufblühen und wachsen in unserer Welt. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder. Amen. Wir hören heute eine Lesung aus dem Alten Testament von Jesaja im 60. Kapitel. Vers 1 bis 6. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr.
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkünden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Und doch, wir leiden an und nach Epiphanias an der Ungreifbarkeit Gottes, an der Entzogenheit des doch so machtvoll wirkenden Gottes. Niemand hat Gott je gesehen, so sagt unser heutiger Predigtext. Auch wenn Gott von niemandem bisher gesehen wurde, hoffen und vertrauen wir doch auf ihn und seine Gegenwart. Richten wir unser Gebet an ihn. Nicht erst die Covid-Pandemie hat uns dieses Leiden an der Ungreifbarkeit Gottes vor Augen geführt. Das Johannesevangelium, aus dem wir heute hören, richtet sich damals an eine Gemeinde, die ähnliche Fragen in ihrer leidvollen Realität hatte. Wo ist denn nun dein Gott, den niemand je gesehen hat? Wie erfahren wir verlässlich etwas über diesen Gott? Und wer ist denn überhaupt Jesus, den wir als Christen bekennen? Gegenüber allen Zweifeln und Infragestellungen macht der Prolog des Johannesevangeliums eine Ouvertüre. Und diese Ouvertüre macht deutlich, bei der Darstellung der nachfolgenden Geschichte Jesu geht es um nicht weniger als um Gott selbst. Dass er in der Geschichte Jesu vernehmbar, sichtbar wird. Das wird einer Gemeinde gesagt, die in ihren bedrängenden Erfahrungen Gott in Jesus nicht mehr recht begreifen kann. Mit dem Prolog weist Johannes diese Gemeinde an, die folgende Erzählung von Jesus so zu lesen, dass im dort wiedergegebenen Wort Gott selbst in Jesus spricht. Und im dort berichteten Schicksal dieses Jesus auch Gott selbst erscheint, Gott selbst handelt. Wer Jesus sieht und an ihn glaubt, so sagt das Johannesevangelium, glaubt an den, der ihn gesandt hat. Nimmt Jesus wahr als den Ort der Präsenz Gottes in dieser Welt. Hören wir hinein in den Anfang des Johannesevangeliums, in den sogenannten Prolog. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben
Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht. Und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe. Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Wo ist denn nun dein Gott? So lautet die bange Frage des Psalmisten im Psalm 42. Wo ist denn nun dein Gott? Die Frage nach dem Ort Gottes geht eigentlich tiefer. Es ist die Frage nach Gott selbst. Wofür steht Gott ein in seiner Welt? Wie ist Gott? Wo ist denn nun dein Gott? Diese Frage würde nicht so stark an dem Psalmisten nagen, wenn er nicht Dinge erlebt hätte, die so gar nicht mit der Idee zu einem liebenden, fürsorglichen, gerechten und weisen Gott passen. Dahinter steckt folgender Gedankengang: Wenn dein Gott wirklich so ist, wie du behauptest, warum passiert dir all das? Warum? Und das ist nicht nur eine Frage von außen, sondern auch eine Frage von innen. Warum geht es mir so schlecht, wo ich doch mein Leben lang auf Gott vertraue? Könnte ein depressiver Mensch klagen. Warum quält uns Gott mit dieser Pandemie? So könnten wir uns fragen. Wo ist denn nun dein Gott? Das Johannesevangelium erzählt vom Beginn der Geschichte Jesu. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort ist für uns nicht handgreiflich. Das Wort, das im Anfang bei Gott war und das Wort, das Gott selbst ist. Gottes Wort wurde Fleisch und Blut, wurde ein Mensch wie wir, mit einem Menschennamen. Und doch ist es so schwer, sich dazu zu verhalten. Das Johannesevangelium bietet uns im Gegensatz zu Matthäus und Lukas keine Geburtsgeschichte. Keine Geburtsgeschichte mit der Jungfrau Maria, Josef, Stall, Hirten und Engeln. Das sind keine handgreiflichen Bilder, denn das Johannesevangelium will uns etwas ganz anderes sagen. Ihr werdet größere Dinge sehen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. In diesen kurzen Sätzen liegt die ganze Schönheit des Lebens, aber auch die Tragödie des Lebens. Im Anfang, als Gott die Welt schuf, war alles so gut. Gott schuf den Menschen mit seinem Bilde und er segnete sie. Er gab ihnen die Erde, gab ihnen alle Fische, Vögel, die Tiere und die Pflanzen. Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und er sah, wie gut es war. Und dann kam die Tragödie. Als die Schlange Eva dazu verführte, vom Baum der Erkenntnis zu essen, kam die Finsternis in die Welt.
Von da an lebte der Mensch nicht mehr ewig. Der Tod wurde das Los, dem wir alle unterworfen sind. Und der Mensch erhielt die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Gott und Mensch waren von nun an getrennt. Die Gemeinschaft und die Nähe zu Gott waren nun unterbrochen. Die Menschen begannen Gott zu fürchten und versteckten sich schamhaft. Die Scham lag wie ein dicker Teppich zwischen Gott und Mensch und führte dazu, dass sich der Mensch immer mehr von Gott entfernte. Denn wozu brauchen wir eigentlich Gott? Die Welt geht ihren schiefen Gang. Die Pandemie trennt Menschen, die Gemeinschaft haben möchten. Trennt zwischen den reichen Ländern, die einen Impfstoff haben, und den armen Leuten, die ihn nicht haben. Zwischen denen, die sich impfen lassen und denen, die das nicht wollen. Die Flüchtlingsströme bleiben, im Osten trampeln Soldaten umher, um Eindruck zu machen. Und Ungerechtigkeiten geschehen täglich, die kleinen und die großen. Nicht die Welt an sich ist böse, sondern die Art und Weise, in der wir Menschen einander behandeln und wehtun. Gottes Forderung der Liebe zueinander lässt uns abducken und versagen, ganz wie Adam und Eva es im Paradies taten. Wir wollen uns nicht demütigen vor Gott. Wir brauchen keinen Rat und keine Ratschläge von einem Gott, der mehr als 2000 Jahre alt ist. Wir schließen die Augen vor dem Wunder, das da vor unseren Augen ist, und den Worten des Johannesevangeliums. Ihr sollt den Himmel offen sehen und die Engel steigen auf und nieder. Die Geburt Jesu als Licht in der Finsternis wurde ein neuer Anfang. In Jesus kam Gott uns Menschen nahe. Der Weg zum Paradies wurde wieder gefunden. Der Weihnachtsbaum in all seinem Glanz erinnert uns an den Baum des Lebens, den prächtigen Baum aus dem Paradies, zu dem wir keinen Zutritt mehr haben. Der Garten des Paradieses, in dem die Engel Gottes flogen, wird aber von Jesus wieder für uns geöffnet. Zu schön, um es zu glauben. Der Johannesprolog nennt Mose und Jesus als die, durch die Gott sich uns offenbart. Wie durch Jesus Christus Gottes Gnade und seine Wahrheit uns zugeeignet wurden, so wurde zuvor schon durch Mose die Tora, das Gesetz, gegeben, die uns auf den Weg des Lebens weist. Die Welt steht auf der Dinge drei, sagt es die rabbinische Tradition. Gott sucht den Menschen, aber so schreibt der jüdische Rabbiner Abraham Heschel, Gott wartet auch darauf, dass der Mensch ihn sucht. Das Judentum sagt, es gibt drei Ausgangspunkte für das Nachsinnen über Gott. Drei Wege, die zu ihm führen. Der erste ist der Weg, Gottes Gegenwart in der Welt, in den Dingen zu spüren. Ein Weg, den viele mitgeben würden. Der zweite ist der Weg, seine Gegenwart in der Bibel zu erkennen. Der dritte ist der Weg, seine Gegenwart im geheiligten Tun zu empfinden. Diese drei Wege entsprechen in unserer Tradition den Hauptaspekten des religiösen Lebens, nämlich Kultus, Lernen und Tun. Der Gott der Natur ist der Gott der Geschichte und der Weg, ihn zu erkennen, ist seinen Willen zu tun. Im Leben, Sterben und in der Auferweckung Jesu legt Gott sich uns aus. Bei der Suche nach Gott tappen wir nicht im Dunkeln. In der Tora, im Gesetz, ist Gottes Weg zum Leben gegeben. Und in Jesus Christus sind uns Gottes Gnade und Wahrheit besiegelt. Es bleibt, auch das gehört zum kirchlichen Fest Epiphanias, die Sehnsucht nach dem einstigen Schauen von Gottes Angesicht. Wie sie der Psalmist beschrieb. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Bis zu solchem Schauen von Gottes Angesicht ist es an uns, auf Gottes Weisungen zu achten
und Gottes Gnade und Wahrheit in der Welt zu bezeugen und sichtbar werden zu lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Der Welt. Wir aber wandern im Dunkeln. Sag uns ein Wort, das uns den Weg leuchtet, den wir gehen sollen. Guter Gott, dein Licht vertreibt die Finsternis. Wir aber sind besorgt. Lass es hell in uns werden, damit wir mutig das beginnen, was uns aufgetragen ist. Gnädiger Gott, du lässt es strahlen über uns. Wir aber haben einen engen Blick. Lass uns sehen, staunen über das, was du uns schenkst. Als Menschen in deinem Licht denken wir an all die, die es schwer haben in diesen Tagen, die krank sind oder im Sterben liegen, die sich um Angehörige kümmern und sorgen, die einsam sind, die in Ängsten gefangen sind, die im Streit leben, die kämpfen müssen für ihren Lebensunterhalt, die Verantwortung tragen und Entscheidungen fällen müssen. Lass uns Menschen sein, die dein Licht empfangen haben, um sich daran zu freuen, um es weiterzugeben, hinauszutragen in unsere dunkle, schöne Welt. In der Stille gedenken wir an die, die uns im Besonderen heute Morgen am Herzen liegen, und bringen sie vor Gott. Großer Gott, du bist das Licht der Welt. Dein Licht erhellt die Finsternis. Lass es in uns hell werden und lass uns dieses Licht hinaustragen in diese Welt. Vertrauensvoll beten wir gemeinsam zu dir mit den Worten deines Sohnes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Geht hin unter den Frieden des Herrn. Gott, der Herr, segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Musik.